Moin, wir beschäftigen uns heute mit dem Faktorisieren von quadratischen Gleichungen. Faktorisieren, was ist das denn? Nun ja, wie der Name schon sagt, geht es dabei um Faktoren, das heißt Bestandteile einer Malaufgabe. Wir möchten unsere Funktion oder unsere quadratische Gleichung dabei in eine Malaufgabe verwandeln. Ja, und warum sollte man das machen? Weil man in einer Malaufgabe bestimmte Regeln hat, die viel einfacher sind. Also man kann sich allgemein merken, wenn irgendwas mit Mal dasteht, dann ist es leichter, als wenn irgendwas mit Plus dasteht. Und warum? Das sehen wir uns mal in den ersten Beispielen an. Hier sehen wir als Beispiel, f von x ist gleich x plus 5 mal x minus 4. Und wir suchen davon jetzt die Nullstellen, das heißt, wir sollen diese Funktion lösen. Der Ansatz für Nullstellen ist ja, die Funktion ist gleich 0. Sie wird 0 gesetzt. Das heißt, für welchen Wert von x kommt denn hier 0 raus? Und da es eine quadratische Gleichung ist, wissen wir schon, okay, es gibt wahrscheinlich zwei x-Werte, die das erfüllen. Ja, und jetzt könnten wir das Ganze ausmultiplizieren, also x mal x ist x Quadrat, x mal minus 4 und so weiter und so fort. Dann hätten wir eine quadratische Gleichung, dann könnten wir die PQ-Formel verwenden und hätten dann anschließend x1 und x2. Ja, das Faktorisieren ermöglicht aber, dass wir uns das Gesamt sparen können. Und das Schöne ist, hier steht ja schon ein Produkt, Klammer mal Klammer. Hier gilt die Regel, ein Produkt ist dann 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Wir müssen also nur anschauen, wann gilt denn x plus 5 ist gleich 0, beziehungsweise wann gilt x minus 4 ist gleich 0. Denn wenn eines davon 0 ist, ja, dann ist das Produkt 0 und dann haben wir jeweils eine Lösung. Ja, hier müssen wir nicht viel rechnen. X plus 5 ist gleich 0, das heißt, welche Zahl plus 5 ist 0? Ganz klar, x1 ist minus 5. Ja, und x minus 4 ist 0, da müssen wir auch nichts überlegen, x2 ist gleich 4. Und damit haben wir diese erste Funktion schon gelöst, das heißt, wir haben die beiden Nullstellen, minus 5 und 0, sowie 4 und 0. Hier nochmal darauf achten, wie ihr die Lösung angeben sollt, also ob als Nullstellen grafisch oder zum Beispiel als Lösungsmenge. Die Lösungsmenge wäre hier dann minus 5 und 4. Ja, wunderbar, das war gar nicht schwer. Dann können wir gleich die nächste machen. G von x ist 2x minus 6 mal 1/2x minus 1. Und wir haben wieder dasselbe Spielchen. Ein Produkt ist dann 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Dieses Mal können wir es aber nicht einfach ablesen wie oben, also theoretisch schon, aber wir machen mal lieber einen Zwischenschritt, da es nicht ganz so einfach ist. Ja, da schreiben wir also als erstes 2x minus 6 ist gleich 0 und hier müssen wir als nächstes rechnen plus 6, dann erhalten wir 2x ist gleich 6 und als letztes noch geteilt durch 2. Damit haben wir x ist gleich 3 und da schreibe ich noch einen Index dran, denn das ist ja wieder mal die erste Lösung. Ja, so leicht war das und dasselbe noch für den anderen Klammernteil. Hier steht 1/2x minus 1 ist gleich 0. Wir rechnen also plus 1 und haben dann 1/2x ist gleich 1. Jetzt also noch mal 2 rechnen. Und dann haben wir x ist gleich 2. Und das ist jetzt x2. Ja, dieses Mal gebe ich die Lösung als Lösungsmenge an. Lösungsmenge ist gleich Mengenklammer auf. Und hier hätten wir jetzt der Reihe nach sortiert 2, 3. Wunderbar, Lösungsmenge mit zwei Lösungen. Schön gemacht. So können wir also das Faktorisieren nutzen, wenn wir bereits ein Produkt haben. Aber was machen wir denn, wenn wir noch kein Produkt haben? Das ist wie gesagt der blöde Fall
Und das Blöde ist, so leicht ist das mit dem Faktorisieren gar nicht. Beispiel h von x, das ist x² plus 4x minus 5. Wie sollen wir das als Produkt darstellen? Das Problem ist, wir können das schlecht erraten. X plus 2 mal x minus 3 vielleicht. Ja, also hinten muss ja irgendwas rauskommen, dass wir auf minus 5 kommen. Das ist gar nicht so einfach. Wir können es jetzt aber rückwärts machen. Also sollte die Aufgabe sein, das Ganze zu faktorisieren, können wir zuerst die Lösungen bestimmen und damit dann das Produkt angeben. Das heißt, wir verwenden jetzt die PQ-Formel. P ist 4. Und q ist minus 5. Damit können wir sagen, x1,2 ist gleich minus p halbe, also minus 2, plus minus die Wurzel p halbe zum Quadrat, minus 2 zum Quadrat ist 4, minus q, minus und minus ergibt plus und dann die 5. Das ist also minus 2. Plus minus Wurzel aus 9 ist 3. Und damit haben wir x1, wenn ich minus rechne, minus 2 minus 3, das ist minus 5. Und minus 2 plus 3, das ist 1. Ja, und jetzt können wir unser Produkt aufschreiben. Jetzt können wir nämlich sagen, h von x ist gleich. Und so wie wir es eben umgekehrt gemacht haben, sagen wir jetzt einfach immer x minus die Lösung. Das heißt, erste Lösung minus 5 und x minus diese Lösung ist ja dann x minus minus 5, also x plus 5 mal. Und die andere Lösung ist 1, also x minus 1. Ja, und wenn wir das jetzt ausmultiplizieren würden, dann würden wir natürlich genau auf das hier oben stehende kommen. X mal x ist x Quadrat, ja, x mal minus 1 ist minus x, 5 mal x ist 5x und 5x minus x ist dann genau 4x, wie es oben steht, und 5 mal minus 1 ist minus 5. Das passt also hervorragend. Jetzt sehen wir aber nochmal gut, es ist nicht so einfach, die untere Funktion aus der oberen herzuleiten. Das sieht man einfach nicht so schön. Daher der Umweg über die PQ-Formel. Aber wir sehen, es funktioniert und Erfolg gibt recht. So können wir also vorgehen, wenn die Aufgabe ist, die Funktion zu faktorisieren. Ja, dann die i von x. I von x ist x² minus 81. Das ist der erste einfache Spezialfall, denn hier haben wir kein gemischtes Glied. Das gemischte Glied ist sowas wie 4x oder minus 7x, also was mit x und was mit einer Zahl. Hier haben wir nur reiner x-Wert, also x² und reiner Zahlenwert minus 81. Hier können wir jetzt die dritte binomische Formel anwenden. Die dritte binomische Formel sagte a plus b mal a minus b ist gleich a Quadrat minus b Quadrat. Und jetzt sehen wir sowas. A Quadrat minus b Quadrat, x Quadrat minus 81. Das heißt, wir können jetzt welche Klammern schreiben? Na klar, x minus 9 mal x plus 9. Wunderbar, wir haben das Ganze umgeschrieben. Und jetzt können wir die Lösung natürlich ganz einfach ablesen. X1, ja, das sehen wir hier, x minus 9 ist 0, also ist x1 gleich 9. Und x plus 9 ist auch 0, also x2 ist minus 9. Wunderbar, ganz einfach. Hätten wir das machen müssen? Natürlich nicht, es gibt immer andere Varianten. Hier könnten wir zum Beispiel auch einfach umstellen. Also wenn wir sagen, x² minus 81 ist 0, dann wissen wir, x² ist 81, Wurzel ziehen und dann bekommen wir plus minus 9. Ja? Viele Wege führen nach Rom. So auch bei j von x, das ist x² plus 8x. Hier haben wir kein Zahlenglied dabei, nur x² und das gemischte Glied. Hier bietet es sich an, auszuklammern. Wir können immer dann ausklammern,
wenn in beiden Teilen das Gleiche vorkommt. Und hier kommt ja bei beiden x vor. Ich kann also schreiben, das ist x mal und vom x Quadrat ein x weggenommen. Daher ist dann noch x übrig. Und ich habe von den 8x das x weggenommen. Daher bleibt da die 8 übrig. Bei sowas gerne immer noch mal die Probe machen, wenn man sich nicht sicher ist. X mal x ist x Quadrat, x mal 8 ist 8x. Genau wie es oben steht. Wunderbar, das stimmt. Alles klar, jetzt können wir wieder unsere Regel anwenden, die Nullproduktregel. Ein Produkt ist immer dann 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Und diesmal schreibe ich es gleich dran. X1 ist natürlich 0, denn ja, 0 mal die Klammer ist 0. Und offensichtlich ja, habe ich da einfach nur x. Und die zweite Klammer, x plus 8, wenn das 0 ist, dann haben wir natürlich x2 ist minus 8. Wir merken uns also, das Faktorisieren kann sehr gut dabei helfen, noch ein bisschen schneller eine Lösung herauszufinden. Das geht bei quadratischen Gleichungen, das geht aber auch bei quadratischen Funktionen und da nennen wir die Lösung dann die Nullstelle. Daher ist nochmal wichtig, wie ihr die Lösung aufschreibt, also sollt ihr sie als Nullstelle notieren, das mache ich hier nochmal. Wir hätten hier n1, 0, 0. Und n2 minus 8, 0. Ja, soll man es als Nullstelle notieren oder als Lösungsmenge, weil es eben nur um die Lösungen geht. Darauf ein bisschen achten, aber sonst ist das wirklich nicht schwierig. Und damit noch einen schönen Tag.